Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu gewohnter Stunde am frühen Abend. Nächste Gesprächsrunde im Jahr 2021, alles virtuell und wenig in echt, aber in Echtzeit natürlich. Freue ich mich besonders, dass heute Fabio De Masi, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Finanzexperte meiner unserer Fraktion im Deutschen Bundestag, heute bei uns ist. Fabio, herzlich willkommen. Moin. Vielen Wir Dank, wollen dass auch ich da gleich sein darf. einsteigen in der augenblicklichen Diskussion. Die letzten Tage und Wochen ging es ja hoch her. Korruptionsaffären, Maskendealer, meistens waren es ja Männer, deswegen lasse ich es mal in der maskulinen Form. Alles bei den Konservativen. Und fast zeitgleich hast du sogar, wie du das ja viele Jahre gemacht hast, deinen Steuerbescheid wiederum auf deiner Internetseite veröffentlicht. Was läuft denn da schief, insbesondere bei den Regierenden im Land? Ja, ich glaube, da läuft einiges schief. Ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, dass der Staat als Beute gesehen wird von Interessengruppen. Wir haben ja die Situation, dass viel Unzufriedenheit herrscht, auch bei denjenigen, die viele Einschränkungen in der Corona-Krise mitgetragen haben, weil wir im Kern, ob das jetzt beim Impfstoff ist, ob das bei der Beschaffung der Masken ist, keinen Staat haben, der wirklich in der Lage war, auf die Krise angemessen zu reagieren. Und das hat Gründe. Also so wie wir zum Beispiel keine nationale Pandemiereserve mehr für Masken hatten, hat das dann dazu geführt, dass natürlich im Panikmodus aus der ganzen Welt Masken aufgekauft wurden. Und da haben sich dann einige Leute eben auch mit entsprechender Beziehung zur Politik ein Reibach gemacht. Und das i-Tüpfelchen ist dann, wenn ausgerechnet Herr Spahn und der Verkehrsminister Scheuer, die ich jetzt nicht mal zum Kaffeekochen einstellen würde, wenn die dann die Corona-Taskforce der Bundesregierung leiten. Genauso haben wir bei den Impfstoffen die Situation, dass die Bundesregierung immer gesagt hat, der Markt regelt das, wir müssen da nicht eingreifen. Es ist aber nicht im Interesse zum Beispiel von Pharmaunternehmen, jetzt noch eine dritte oder vierte Fertigungslinie für Impfstoffe zu bauen, weil die ja dann später ungenutzt rumstehen. Und wenn dann, sage ich mal, die anderen Impfstoffe, die weniger teuren auf den Markt kommen, die eben nicht diese komplexen Impfstoffe sind, nicht die RNA-Impfstoffe, dann gehen denen ihre Investitionen verloren. Und deswegen funktioniert das natürlich nicht, wenn man das einfach den Pharmaunternehmen überlässt, weil die wollen natürlich erstmal ihre Gewinne maximieren. Und deswegen hätte der Staat dort, wie in anderen Ländern, selbst in den USA, reingehen müssen und sagen müssen, wir erzwingen jetzt, wir greifen die Patente ein. Dann ermöglichen wir auch anderen Unternehmen, diese Impfstoffe zu produzieren. Und wir organisieren auch, dass jetzt da entsprechende Produktionsstätten aufgebaut werden, dass technologische Kooperationen zwischen den Unternehmen gibt. All das hat zum Beispiel in anderen Ländern der Staat mit zumindest moderiert und angestoßen. Und das wurde nicht gemacht. Und ich glaube, das führt dann eben dazu, dass in einer solchen Not auch viele Geschäfte gemacht werden und obendrauf kommt, dass wir eben eine völlig unzureichende Transparenz im Bundestag haben, dass eben nicht Nebenverdienste ab dem ersten Cent veröffentlicht werden müssen, dass wir übrigens die einzige Partei sind, die keine Parteispenden von Unternehmen annimmt. Und ich hoffe, dass diese Krise für eines gut ist, dass wir jetzt endlich den Druck aufbauen können, dass sich hier etwas ändert. Aber du hast ja die beiden Experten der CDU, CSU angesprochen, also die beiden Minister, die jetzt ja auch in Ungnade gefallen sind mit dem einen oder anderen Auffälligen. Wie verhalten die sich denn? Ich meine, wir fordern ja seit Jahr und Tag so ein Transparenzregister, das Offenlegen von Nebeneinkünften. Aber Scheuer und Spahn beteuern ja immer, das sei alles normales Geschäft, was sie da machen. Was antwortet man denen denn? Und das führt ja zumindest auch in den Gesprächen, die ich die letzten Wochen geführt habe, zu einer Wahnsinnsfrustration, dass Leute nicht mehr wissen, wie sie irgendwie das Monatsende erreichen können finanziell und die stopfen sich da die Taschen voll. Ja, normal ist das natürlich nicht, was Sie da abziehen. Also ein Beispiel. Jens Spahn sitzt seit er 22 ist im Bundestag. Sei ihm gegönnt. Aber er war sagen wir, mit Pharmaunternehmen verbandelt, als er Gesundheitspolitiker war. Er war Finanzstaatssekretär und hat in ein Unternehmen für Steuerberatungssoftware gleichzeitig investiert, obwohl er ja immer vorher Bescheid wusste, was zum Beispiel Veränderungen gibt im Steuerrecht. Und jetzt gibt es eben Maskendeals. Da steht im Raum jetzt nicht, dass er sich persönlich bereichert habe, aber er hat zum Beispiel damals ein Verfahren gestartet, wo im Prinzip aus der ganzen Welt für 4,50 € das Stück
Schutzmasken aufgekauft und viel Schrott dabei. Dann war sein halbes Ministerium lahmgelegt, weil es Chaos gab wegen Rechtsstreitigkeiten, ob man jetzt für diese schlechten Masken auch bezahlen muss. Dann hat er wieder für 10 Millionen Euro eine Beraterarmee von dem Unternehmen EY angeheuert. Das sind die, die in dem Wirecard-Skandal immer die Jahresabschlüsse durchgewunken haben. Und hat die ohne Ausschreibung beauftragt, also die Beraterarmee, wie wir das auch schon von Frau von der Leyen kennen. Und parallel hat er mit einer CSU-Lobbyistin, Frau Tandler, der Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Tandlers, telefoniert und am Telefon selbst als Minister, gar nicht der Job eines Ministers, offenbar einen Maskendeal eingefädelt und weitere fehlerhafte Masken für 9 Euro das Stück gekauft. Und das ist natürlich, das zeigt, dass er da einerseits völlig überfordert ist in seinem Job, andererseits eine unglaubliche Nähe immer hat und Politik auch ein Stück weit als Geschäft betrachtet. Eine Nähe zur Pharmabranche zum Beispiel und jetzt in diesem Fall eine Nähe zu irgendwelchen Unternehmen, die dann in der Krise, wenn die Leute hier nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wie sie ihre Läden wieder hochbekommen sollen, gleichzeitig die Hand aufhalten und abkassieren. Und Herr Scheuer, ja, den kennen wir ja schon von der Geschichte mit der PKW-Maut. Im Prinzip die Autobahnen, die Generationen von Steuerzahlern finanziert und aufgebaut haben, die sollten privatisiert werden und es sollte sagen, eine Maut erhoben werden. Und es war klar, dass er mit seiner sogenannten Ausländermaut da vor Gericht scheitern wird. Er hat es trotzdem durchgezogen und den über verschiedene Verträge Profite zugeschanzt. Und das Ärgerliche ist, werden Leute, die sich den ganzen Tag hart anstrengen und versuchen dabei anständig zu bleiben, völlig unverschuldet in der Corona-Krise auf der Strecke bleiben, wird es wahrscheinlich für Herrn Spahn oder Herrn Scheuer immer einen Job geben im Anschluss. Und zwar nicht, weil die so viel können, sondern weil sie ein Telefonbuch haben, weil sie gut vernetzt sind in der Politik und weil sie zum Beispiel wie Herr Scheuer mit den Lizenzen für Uber und Co., was er gegen das Taxigewerbe durchgedrückt hat, weil sie dort bestimmte Interessen bedient haben. Und deswegen ist es wichtig, dass es eine Politik gibt, die auch wieder im Interesse einer Bevölkerungsmehrheit stattfindet, weil das Wesen von Demokratie ist ja, dass jede Stimme gleich zählt. Wenn es aber eben Leute gibt, die aufgrund ihrer Wirtschaftsmacht, ihrer Verstrickung, wenn dann immer die Interessen einer Minderheit bedient werden und es eben Leute gibt, die einen besseren Zugang zu Politik haben, die sich Entscheidungen kaufen können, dann wird die Demokratie außer Kraft gesetzt. Und deswegen geht es nicht nur um Spahn oder Scheuer, sondern das führt natürlich dazu, dass in einer solchen Krise die Wut wächst, der Frust wächst und am Ende die Leute sagen, wenn ich denen, die regieren, nicht mehr vertrauen kann, weil sie immer noch selbst die Hand aufhalten, dann wird etwas ganz Fundamentales in unserer Gesellschaft zerstört, weil Vertrauen ist der wichtigste, sagen wir, der wichtigste Kapital einer Gesellschaft. Und wenn das weg ist, dann werden die einen wieder sagen, wir gehen erst gar nicht wählen, das bringt gar nichts. Die anderen sagen, das sind eh alles Verbrecher. Und es gibt ja viele, die versuchen, auch diese Machenschaften aufzudecken. Die werden dann alle mit in den Sack gesteckt. Und deswegen ist das wirklich ein Vergehen auch an der Demokratie, was sie dort machen. Ich weiß ja, dass du in unterschiedlichen Gremien des Bundestages für unsere Fraktion tätig bist und dort spielt ja insbesondere die Aufklärung von solchen Prozessen in den letzten Wochen und Monaten zunehmend eine Rolle. Wie einstimmig sind denn die beiden genannten Herren oder auch andere aus der Union, wenn es darum geht, Transparenz herzustellen und Vorgänge auch aufzuklären? Sind sie kooperativ? Sind sie zugeknöpft? Wie geben sie sich dir oder den Gremien gegenüber? Also, ich habe natürlich jetzt nichts unmittelbar mit Herrn Spahn zu tun. Ich bin ja kein Gesundheitspolitiker, auch wenn ich schon im letzten Jahr nach diesen Maskendeals gefragt habe. Ich habe zum Beispiel seit Monaten versucht zu erfahren, zu welchen Preisen er da Masken eingekauft hat. Und heute habe ich erfahren, das wird nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages hinterlegt und nur für Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Ich bin im Finanzausschuss. Das heißt, obwohl ich frei gewählter Abgeordneter bin und das seit Monaten verfolge und die Fragen entsprechend gestellt habe, darf ich die Antworten gar nicht einsehen. Und es gibt eine alte Bauernregel in der Politik, wer nichts zu verbergen hat, der liefert. Der liefert eben Informationen, der liefert Akten und genau das macht er nicht, sondern Herr Spahn spielt ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe ihm ja schon gedroht, wenn er weiter sich weigert zu antworten, dann werde ich halt mal vor dem Gesundheitsministerium zelten. Ich bin im Wirecard-Untersuchungsausschuss, da habe ich eher mit Herrn Scholz, mit Frau Merkel, mit Herrn Altmaier zu tun, aber auch da kriegen wir häufig, ja erst durch den Untersuchungsausschuss haben wir die ganzen Enthüllungen hinbekommen,
weil eben immer wieder auch Informationen uns vorenthalten werden. Und insgesamt ist es so, ich stelle nicht alle Abgeordneten der CDU unter Generalverdacht. Da gibt es auch welche, die sind absolute Überzeugungstäter und die versuchen auch aus ihrer Sicht für das Allgemeinwohl etwas zu unternehmen. Die beteiligen sich sogar an der Aufklärung und die sind selber natürlich auch sauer über diese Machenschaften. Aber die CDU hat schon ein chronisches Problem, weil sie natürlich immer nah an den Interessen des großen Geldes ist und sich immer geweigert hat, solche Dinge offenzulegen. Also, du hast es ja am Anfang erwähnt, ich veröffentliche seit Jahren meinen Steuerbescheid. Da kann ja jeder nachlesen, dass ich keine Nebeneinkünfte habe. Und in skandinavischen Ländern ist das Praxis, dass ich sogar den Steuerbescheid des Nachbarns, wenn ich möchte, einsehen kann. Das wird übrigens nicht missbraucht, weil alle wissen, wenn ich bei dem anderen nachgucke, kann er auch bei mir nachgucken. Und von daher funktioniert das da sehr gut. Aber mal abgesehen davon sind wir natürlich als Abgeordnete in einer besonderen Pflicht und wir werden ja gut bezahlt. Und wir werden gut bezahlt und viele Leute sagen auch, das ist auch in Ordnung, dass ihr ein anständiges Gehalt bekommt, aber dann wollen wir, dass ihr nicht käuflich seid. Und das ist eben so, wenn nicht nachvollziehbar ist, dass wer Parteispenden finanziert. Zum Beispiel hat die CDU, der Wirtschaftsrat der CDU, in dem Friedrich Merz aktiv ist, die wurden von Wirecard gesponsert, Veranstaltungen dort. Und wir haben alle Unternehmen durch die Bank, bis auf die Linke, die Parteispenden von Unternehmen annehmen. Die AfD wurde von irgendeinem Schweizer Oligarchen finanziert. Und dann wäre es doch pragmatisch, dass zumindest bekannt wird, ab einer bestimmten Schwelle, woher dieses Geld kommt. Und da sind die Regeln eben so lax. Zum Beispiel hat der Herr Spahn ein Leipziger Allerlei veranstaltet, also bei dir, Sören, ein Es war 500 Meter Abendessen, weg von quasi ein meiner Wohnung kleiner. entfernt, wie sich herausstellt. Oh, Ich war du nicht warst wahrscheinlich eingeladen. trotzdem nicht eingeladen, vermute ich. Du warst wahrscheinlich nicht eingeladen, ne? Ich war nicht Vermute ich, weil du eingeladen. nicht spendest für die CDU. Das ist bedauerlich. Also das war eine Art Corona-Party, während er den Leuten gesagt hat, sie sollen irgendwie Abstand halten, hat er sich da versammelt und hat gleichzeitig die Leute aufgefordert, jeweils 9.999 Euro zu spenden. Warum? Weil ab 10.001 Euro gibt es eine Veröffentlichungspflicht. Und das finde ich wirklich, da zeigt ja, dass er schon das schlechte Gewissen in der Tasche hat. Er wollte nicht, dass seine Spender bekannt werden. Und das ist sozusagen Ausweis dafür, dass er nicht möchte, dass Menschen erkennen, welchen Interessen er dort dient. Und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben einen Anspruch zu wissen, wer auf welcher Gehaltsliste steht. Und ich finde, dass solche umfangreichen Nebentätigkeiten, vor allem bezahlte Lobbytätigkeiten, wie es sie eben jetzt in der Union gab, die gehören grundsätzlich verboten. Ich verstehe gar nicht, wie man, ich bin als Abgeordneter 14, 16 Stunden permanent ausgelastet. Ich verstehe nicht, wie man da einen Nebenjob haben kann. Und die Abgeordnete ist nur noch das Trinkgeld obendrauf. Es ist etwas anderes, wenn man vielleicht eine Firma hatte oder Anwalt oder sonstiges ist und irgendwann in seinen Beruf zurückkehren möchte. Aber das, was da im Bundestag passiert, in diesem Umfang, das geht nicht. Und deswegen sagen wir, Verbot bezahlter Lobbytätigkeiten für Abgeordnete, klare Offenlegung über ein Transparenz, über ein Lobbyregister, wann man sich mit wem getroffen hat, Veröffentlichung aller Nebeneinkünfte ab dem ersten Cent und Verbot von Parteispenden von Unternehmen. Ich will nochmal an dieses Corona-Party von Spahn zumindest anknüpfen, was ja hier bei mir im Wahlkreis stattgefunden hat. Ich habe dazu jetzt auch mal schon nachgefragt, ob er denn hier im dienstlichen Auftrag oder denn privat da gewesen ist. Da knüpft sich das Bundesgesundheitsministerium sehr zu, um mit Antworten zu kommen. Aber die Namen, die durchgesickert sind, und da sind jetzt mehrere Journalistinnen und Journalisten ja schon dran, reichen tatsächlich auch wieder von Pharmaindustrie bis über Immobilienlobbyisten, die hier in Leipzig auch den einen oder anderen Deal mit der Union schon gemacht hatten. Also ganz überraschend war das nicht, was da an Who is Who bei denen rauskam. Aber Transparenzregister und Lobbyregister könnte die passende Antwort sein. Hätten wir ein umfangreiches Transparenzregister, wäre das zu verhindern gewesen? Ja, wir haben einerseits das Transparenzregister für Briefkastenfirmen sozusagen. Da gibt es viele Probleme. Da muss man immer erst, wird man immer erst eingetragen, die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen, wenn man einen Anteil über 25% hat. Das heißt, man braucht nur fünf Leute
die sich irgendwie verabreden und dann hat jeder nur 20%, dann steht man da gar nicht drin. Und dann gibt es das Lobbyregister und da kämpfen wir ja seit langem drum und da hat die Union jetzt unter dem Druck Zusagen gemacht, weil es passiert natürlich immer erst was, wenn es weh tut bei der Union und sie hat eben erheblich verloren in den Umfragen und hat gesagt, okay, über Lobbyregister und eben die Kontakte von Lobbyisten hier im Haus können wir sprechen, aber wir wollten auch einen sogenannten exekutiven Fußabdruck. Das heißt, dass auch klar wird, welche Lobbyisten an welchen Gesetzen mitgeschrieben haben. Und das ist ja durchaus sehr relevant. Wir hatten zum Beispiel den Cum-Ex-Skandal, den größten Steuerraub in der Geschichte, in der Geschichte Deutschlands, wo es darum geht, dass eben durch das Hin- und Herschieben von Wertpapieren Steuererstattungen beantragt wurden, die im Prinzip von Steuern, die gar nicht vorgezahlt wurden, bei der Kapitalertragssteuer. Das ist so, wie wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir selber zu Hause Pfandbons drucke, aber gar keine Flaschen abgebe und dann Pfand verlange. Und nur, dass das im Unterschied zu jemand, der beim Pfand bescheißt im Supermarkt, eben Milliarden gekostet hat. Und bei diesem Cum-Ex-Skandal, da wurde das Schlupfloch für die Banken sogar nochmal erweitert, weil der Bankenverband an dem Gesetz mitgeschrieben hat. Und das ist ja sehr häufig der Fall, dass eben Lobbyisten mitwirken an Gesetzen. Und jetzt sind auch Gewerkschaften und Umweltverbände Lobbyisten. Und selbst ich habe mich schon mit der Deutschen Bank getroffen. Ich mache das dann öffentlich, weil ich manchmal erfahren will, was sie für Absichten haben, was sie für Interessen haben. Und das ist ja auch wichtig, diese Position zu hören, auch um teilweise vorbereitet zu sein, ja, auf denen ihre Argumente. Aber dann muss eben ganz klar sein, wer hat wo an einem Gesetz mitgewirkt, mit wem wurde sich getroffen. Und diese Mitwirkung an Gesetzen, das will die Union zum Beispiel verhindern, dass das öffentlich wird. Da frage ich mich, warum? Weil ich habe in der Schule gelernt, du bist ja auch Lehrer, Sören, nicht nur Abgeordneter, auch Lehrer. Ich habe in der Schule gelernt, dass eben der Bundestag die Gesetze macht, die Abgeordneten die Gesetze machen. Tatsächlich ist es natürlich so, das wird vorbereitet in Ministerien. Wenn es dann aber von Lobbyisten geschrieben wird, dann stimmt das nicht mehr mit dem überein, was ich in der Schule gelernt habe. Und das müssen wir unbedingt sagen, verändern, dass es wieder dahin kommt zu dem, was ich in der Schule gelernt habe, dass nämlich die Gesetze im Parlament gemacht werden und nicht am Schreibtisch von Lobbyisten. Da haben wir noch viel gemeinsam vor, da kommen wir dann gleich noch zu. Jetzt haben zwei Zuschauerinnen und Zuschauer dich gelobt für deine Arbeit im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und dann kam gleich die Frage, was ist eigentlich Wirecard? Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch eine Frage übrigens, für die sich überhaupt niemand schämen muss, weil ich würde mal behaupten, ganz viele, die bei Wirecard auch eine Verantwortung tragen, die konnten diese Frage auch nicht beantworten. Uns haben sogar Leute gesagt, sie hätten das Geschäftsmodell gar nicht richtig verstanden, hochbezahlte Aufsichtsräte und andere. Also Wirecard war ein Zahlungsdienstleister, das heißt, die wickeln Zahlungen im Internet ab. Und sie und ihr wisst ja, wenn etwas im Internet bestellt, gerade vielleicht auch in der Corona-Krise oder so, dann müsst ihr ja bezahlen, häufig zum Beispiel über Kreditkarte. Und Wirecard hat einen Teil dieser Zahlung abgewickelt, weil zum Beispiel Kreditkartenunternehmen bestimmte Transaktionen nicht selber abwickeln wollen. Also wenn man zum Beispiel bei einem Händler in Asien was kauft oder so und die können nicht die Zuverlässigkeit des Händlers beurteilen, dann gab es einen sogenannten Acquirer und Issuer, das war Wirecard, und die haben quasi diese Zahlung weitergeleitet und dann eine Sicherheit einbehalten. Und das Interessante war, dass die Geschichte von Wirecard eigentlich relativ einfach war. Die haben immer gesagt, immer mehr Leute bezahlen im Internet und wir sind das Unternehmen, was die Zahlung abwickelt von A nach B und daran verdienen wir eine kleine Marge. Und wenn immer mehr Leute im Internet bezahlen, dann sind wir natürlich ein total wertvolles Unternehmen und machen immer bessere Geschäfte. Und dabei lernen wir immer mehr, weil wir, sagen, Daten analysieren und dann haben wir Algorithmen, ja, und wir können zum Beispiel viel besser einschätzen durch Datenanalyse, durch unsere Technologie, ob jemand seine Rechnung bezahlen wird, also ob es ein sogenanntes Kreditausfallrisiko gibt. Das ist das Geschäftsfeld der Zukunft. Also Facebook will zum Beispiel ein eigenes Geld anbieten. Und sie wollen natürlich mit unseren Daten Geld machen, so wie das Google auch macht. Die analysieren, was wir suchen im Internet und verkaufen dann quasi unsere Privatsphäre für Werbung. Und Wirecard war ein solcher Zahlungsdienstleister. Und das Interessante ist, dass Wirecard aus der Anfangszeit des Internet kam. Das heißt, als das Internet begann, da hat es ja noch ewig gedauert, bis man so eine Homepage
sich aufgebaut hat. Wir hätten damals so ein Videogespräch noch gar nicht führen können. Es gab diese lauten Router, die immer so Quietschgeräusche gemacht haben und häufig eine teure Telefonrechnung, wenn man zu lange im Internet war. Und damals konnte man noch nicht so gut Geld im Internet machen. Es gab noch nicht so dieses große Amazon-Geschäft, es gab noch nicht so viel Werbung, weil das alles sehr lange gedauert hat. Es gab aber zwei Geschäftsbereiche, die haben damals schon funktioniert. Das war Online-Glücksspiel, was eigentlich auch verboten ist. Es gibt Leute, die verspielen ihr ganzes Haus und so weiter, und weil da auch viel Geldwäsche stattfindet. Und Pornografie. Und dadurch, dass es immer mehr kostenlose Pornoangebote gab, war das irgendwann nicht mehr so profitabel für Wirecard. Und einige sagen, da begann das, dass sie dann angefangen haben, ihre Bilanzen aufzupumpen. Es gibt auch viele Hinweise, dass auch die Nachrichtendienste dieses Unternehmen mit genutzt haben, weil man ja dann die ganzen Finanzgeschäfte mit überwachen kann. Und interessanterweise hat Wirecard damals eine Technologie betrieben. Also wenn jemand dann auf einer Pornoseite war, hat sich ein sogenannter Dialer runtergeladen. Und dann hat man eine überhöhte Telefonrechnung bezahlt. Und der ist sogar weitergelaufen, wenn man dann wieder auf einer ganz normalen Seite war. Und viele Leute haben dann aus Scham oder so einfach diese Rechnung bezahlt. Und so sind die eigentlich groß geworden. Und die haben dann behauptet, ja, das war früher unsere schmuddelige Vergangenheit. Und jetzt sind wir ein seriöses Finanzunternehmen und spielen in einer Liga mit Apple Pay und PayPal und all diesen Unternehmen. Das war eigentlich Wirecard, also ein Zahlungsanbieter, der mit Technologie, mit Finanzdaten Geschäfte macht, und ein Großteil von Wirecard war aber einfach nur Fake. Also 1,9 Milliarden Euro, ein Drittel ihrer Bilanzsumme, hat gar nicht existiert, und sie haben im Prinzip wie in einem Schneeballsystem so getan, als hätten sie große Umsätze und Gewinne, um immer wieder neues Geld reinzuholen. Und dann gab es zum Beispiel Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, die haben da ihre kompletten Lebensersparnisse rein investiert, weil die Finanzaufsicht, die Deutsche, gesagt hat, das ist ja eigentlich ein tolles Unternehmen. Und die, die dieses Unternehmen kritisieren, wie ich habe das auch schon vor dem Wirecard-Skandal getan, die wollen ja eigentlich dieses Unternehmen nur beschädigen. Und ich bin vor dem Wirecard-Skandal beschimpft worden, dass ich dieses Unternehmen kritisiert habe, war der einzige Abgeordnete, der kritische Fragen da gestellt hat zu dem Unternehmen. Und als dann die ganze Blase geplatzt ist, wollte die Bundesregierung, hat sie gesagt, ja, das ist ganz schlimm, aber wir haben davon nichts gewusst und nichts damit zu tun, obwohl die Bundesregierung, die Kanzlerin persönlich in China dafür lobbyiert hat, dass dieses Unternehmen dort eine landesweite Zahlungslizenz bekommt. Es war das erste ausländische Unternehmen, was überhaupt diesen Zugang zum chinesischen Markt so bekommen hat. Und es gab sogar Leute, die davon fantasiert haben, dass die Deutsche Bank und Wirecard verschmelzen sollen. Ja, vielen Dank. Das ist offensichtlich, liest sich oder hört sich manchmal an wie so ein Krimi, nur dass es halt live ist. Vielleicht im nächsten oder zweiten Teil deines Lebens schreibst du vielleicht auch noch ein Krimi draus. Gucken wir mal. Jetzt kommt von Carla eine Frage raus zu Cum-Ex. Wie es denn eigentlich ist, ob im Nachhinein noch möglich die Möglichkeit besteht, einen Teil der hinterzogenen Gelder wieder zurückzufordern? Ja, absolut. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also, es gibt anhängige, also man muss unterscheiden, es gibt Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte. Ich will jetzt nicht zu sehr mit den technischen Details langweilen. Bei Cum-Ex ist die Idee, um das erstmal zu erklären, ich schiebe ein Wertpapier hin und her. Und jetzt sagen wir mal, ich bin ein Unternehmen, die Sören Pellmann AG, ja, und ich kaufe eine Fabio De Masi Aktie. Und das Unternehmen Fabio De Masi hat einen Gewinn gemacht, und dieser Gewinn ist besteuert worden. Ja, also ich habe Unternehmenssteuern bezahlt. Dann ist die Idee, wenn jetzt Sören Pellmann meine Aktie kauft, das muss er automatisch, wenn es einen Gewinn, also ein Teil des Gewinns wird per Dividende ausgeschüttet an die Aktionäre. Ja? Und wenn der ausgeschüttet wird, also jetzt ist sozusagen gehört Sören die Aktie Fabio De Masi und ich mache Gewinn, steuere den und schütte auch Gewinne aus an Sören, dann wird automatisch von der Bank, bei der Sören sein Depot hat und diese Aktie hält, eine Kapitalertragssteuer einbehalten. Da aber das Unternehmen ja schon mal besteuert wurde,
Ja, also auf der Fabio De Masi wurde ja schon mal besteuert für seinen Gewinn, kann Sören eine Erstattung beantragen. Das ist die Idee. Also ich wurde schon mal besteuert als Unternehmen und wenn ich jetzt einen Gewinn ausschütte, dann wird die Kapitalertragssteuer einbehalten und ich kann unter bestimmten Voraussetzungen eben eine Erstattung beantragen, damit es nicht zu einer doppelten Besteuerung kommt. Das ist auch vollkommen in Ordnung so, das ist ein normales System. Das Problem ist jetzt aber, die Aktie wurde so oft hin und her geschoben, immer dann an dem Tag, wo die Dividende ausgezahlt wurde, rund um den Dividendenstichtag, dass gar nicht mehr nachvollziehbar war für den Staat, wer jetzt Eigentümer der Aktie ist. Und dann haben ganz viele Leute, die gar keine Kapitalertragssteuer gezahlt haben, auf einmal einen Erstattungsantrag gestellt. Und dadurch wurde mehr Steuern erstattet, als eigentlich bezahlt wurde. Und dieses Problem ließe sich relativ einfach beheben, indem man ein System schafft, eine Datenbank, wo man sehen kann, wenn ich etwa die Erstattung beantrage von dieser Steuer, ob ich die auch wirklich gezahlt habe. Das ist bis heute nicht umgesetzt. Und deswegen gibt es auch Leute, die sagen, es gibt immer noch vielleicht kleine Schlupflöcher, wie man Cum-Ex weitermachen kann. So, es gibt jetzt aber erstmal die ganzen Gerichtsverfahren. Und in diesem Gerichtsverfahren wird versucht, dieses Geld wieder reinzuholen. Und Cum-Ex, da sind so Schätzungen, hat den Staat ungefähr 10 Milliarden Euro gekostet. Cum-Cum 20 Milliarden. Ja, jetzt Pi mal Daumen, ganz grob. Cum-Cum ist eine andere Spielart, die will ich jetzt nicht auch noch erläutern, das führt sonst zu weit. Und da macht man das mit einem ausländischen Unternehmen zwischengeschaltet. Und es ist so, dass im Kern jetzt im Gerichtsverfahren geguckt werden muss, diese Tatbeute wieder reinzuholen. Und das Problem ist, dass eben auch unsere Gerichte, unsere Staatsanwaltschaften, weil das sehr komplexe Verfahren sind, so schwach besetzt sind, dass viele Fälle in die steuerliche Verjährung laufen. Die verjähren nach einer gewissen Zeit und dann ist das weg. Und deswegen hat ein mutiger Richter in Nordrhein-Westfalen, der hat eine neue Möglichkeit geschaffen. Er hat sagen, ins Gesetzbuch geguckt und durch Rechtsprechung die Möglichkeit geschaffen, dass ich, auch wenn etwas steuerlich verjährt ist, in einem Strafprozess, also wenn die Banker angeklagt sind zum Beispiel, dann das Geld noch reinholen kann. Das heißt, es ist steuerlich verjährt, aber es gibt noch einen Strafprozess und dann kann ich das im Strafrecht reinholen. Und dann gab es wieder einen Vorstoß in der Corona-Krise vom Finanzminister, der diese Möglichkeit sogar legalisiert, also er hat dann extra es wurde ein neues Gesetz geschaffen, das Gesetz zur Vermögensabschöpfung schon vor ein paar Jahren, das gegen Geldwäsche, gegen die organisierte Kriminalität, gegen Bandenkriminalität, es war ja auch eine Art Bandenkriminalität. Und das konnte man jetzt auch für Cum-Ex nutzen, um dieses Geld wieder reinzuholen. Das Problem ist aber, dass man gesagt hat, das geht nicht mehr rückwirkend. Ja, also dort, wo, sagen, bevor man dieses neue Gesetz jetzt geschaffen hat, dafür geht das nicht. So war die Begründung von Finanzminister Scholz. Und dadurch wäre ein Teil des Geldes verloren gegangen. Und dann haben wir ein Gutachten eingeholt und haben herausgefunden, dass dem gar nicht so ist. Ja, dass man das auch rückwirkend machen kann. Das geht in bestimmten Fällen. Und das hat dann nach unserem öffentlichen Druck die Bundesregierung korrigiert, sodass wir jetzt theoretisch können wir das ganze Geld noch retten. Ja, und das ist ein Verdienst unserer politischen Arbeit. Also da hat die Linke quasi Milliarden gerettet, weil ich damals dieses Gutachten mit beauftragt habe und wir den Druck hochgezogen haben. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann im Prinzip diese Gelder noch reinholen. Die Bundesregierung behauptet, es sei bisher kein einziger Euro verjährt. Ich habe da gewisse Zweifel dran, aber zumindest ist das die offizielle Darstellung der Bundesregierung. Und vor allem besteht die Aufgabe drin, das Schlupfloch auch wirklich rechtssicher komplett zuzumachen. Und jetzt dafür zu sorgen, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaften so ausgestattet sind, dass sie in Strafprozessen dieses Geld reinholen können. Jetzt kommt in dem Zusammenhang, wir haben offensichtlich die Ader der Zuschauerin ein bisschen getroffen. Panama Papers, Cum-Ex und Wirecard. Wie groß schätzt du den volkswirtschaftlichen Schaden ein? Beziehungsweise gibt es Oh. volkswirtschaftlichen Gewinn daraus? Ja, es gibt einen Gewinn, der ist aber nicht volkswirtschaftlich. Also es gibt immer Gewinner bei sowas. Und das sind aber meistens die Falschen. Also ich sag mal, das ist ja wie in der Corona-Krise auch. Also wenn das Personal in den Krankenhäusern runtergekürzt wird, ja, und man mit möglichst wenig Personal
viel Profite macht, weil Krankenhäuser privatisiert werden, dann gibt es immer große Krankenhauskonzerne, die machen Gewinne. Aber für die Wirtschaft insgesamt ist das sehr schlecht, weil wir jetzt, zum Beispiel in der Corona-Krise, immer das Problem haben, dass die Krankenhäuser überfordert werden, wenn es eben zu viel Kontakte gibt und so, ne? Und daran sieht man, das, was für einige sehr rentabel ist, ist nicht gut immer für die Wirtschaft. Deswegen finde ich es auch falsch, die CDU als Wirtschaftspartei zum Beispiel zu bezeichnen. Denn Wirtschaftskompetenz heißt ja nicht, dass ich bestimmten Konzernen oder Fonds die Taschen fülle. Und ich sage mal, bei Wirecard und Panama Papers, das ist ganz schwierig zu beziffern. Wirecard hat einen Börsenwert von 20 Milliarden gehabt. Der war ja nur auf dem Papier. Und der ist, über Nacht hat er sich in Konfetti aufgelöst. Und da sind natürlich zum Beispiel auch, ja, Gelder weg, Ersparnisse von, es gibt zum Beispiel einen Seemann, der hat sein Leben lang hart gebuckelt und hat seine Lebensersparnisse da reingesteckt. Die sind natürlich weg. Und das hat natürlich volkswirtschaftliche Schäden, weil der kann sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten und dann kann er, weiß ich nicht, bei seinem Bäcker nicht mehr so oft einkaufen und dann verkauft sein Bäcker weniger Brötchen. Und sich das volkswirtschaftlich auszurechnen, ist sehr, sehr schwierig. Aber was wir sagen können, ist, dass bei Wirecard ein enormer Image-Schaden entstanden ist, auch für deutsche Börsenkonzerne, weil wenn man nicht weiß, ob die Bilanz da stimmt bei einem DAX 30-Unternehmen, dann fragen sich natürlich bestimmte Leute, ob sie da auch ihr Geld anlegen wollen. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich die Schäden durch Geldwäsche. Man schätzt so 100 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland. Und Geldwäsche ist ja ein Prozess. Geldwäsche hat ganz viele Gründe. Ja, also bei Panama Papers spielte Geldwäsche eine Rolle und bei Wirecard. Geldwäsche mache ich, weil ich schmutziges Geld sauber bekommen will. Das heißt, ich mache irgendwas Kriminelles, Steuerhinterziehung, Waffenhandel, Prostitution, Drogenhandel, Menschenhandel, was auch immer, Korruption. Und dann versuche ich, die Tatbeute, die ich bekomme, wenn ich jetzt kriminell bin und mache was Kriminelles, gehe ich ja nicht zum Finanzamt und gebe eine Steuererklärung ab und versteuere das. Versuche ich, sagen, wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bekommen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich ganz viel Geld habe, was ich aber mit dem ich nicht bezahlen kann, weil ich dann auffliege. Dann bringt mir das Geld ja nichts. Deswegen versuche ich, das Geld in irgendetwas zu investieren. Kaufe ich zum Beispiel eine Immobilie, ja, bar, und dann verkaufe ich die wieder. So, und dann habe ich auf einmal die Herkunft des Geldes verschleiert und habe halt einen Vermögensgegenstand, die Immobilie, und irgendwann verkaufe ich die wieder und dann habe ich sauberes Geld oder gehe ins Casino oder was auch immer. Und deswegen steht hinter dieser Geldwäsche von 100 Milliarden ganz viel kriminelle Energie. Und wahrscheinlich ist der dahinterliegende Schaden noch mal viel höher. Also Steuerhinterziehung und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass wir also zumindest konservativ sagen können, dass 100 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland gewaschen werden. Die Panama Papers jetzt, die haben in verschiedenen Ländern stattgefunden, könnte ich jetzt nicht runterbrechen auf Deutschland. Und bei Wirecard geht der Schaden eben auch drüber hinaus, weil es gibt eine Sache, die ist unbezahlbar. Das ist Vertrauen. Ja? Und wenn das Vertrauen auch in Institutionen beschädigt ist, weil sich ein ganzer Staat an der Nase herumführen lässt, dann gibt es natürlich auch so Leute, mir haben Leute geschrieben, Rentner oder so, die da ihr Geld verloren haben, die haben gesagt, ich habe diesem Staat innerlich gekündigt, weil ich habe bei allem, was ich kritisieren mag, immer darauf vertraut, dass es irgendwie noch sowas wie Recht und Gesetz gibt. Und wenn sich dann der Staat von so einer kriminellen Bande, sagen, an der Nase herumführen lässt, dann macht das natürlich etwas mit den Menschen und viele kündigen dann innerlich. Und das ist eigentlich noch der viel größere Schaden als der rein wirtschaftliche Schaden. Aber auch der ist absolut enorm. 20 Milliarden Euro Börsenwert. Also nur mal zum Vergleich, die ganze Mehrwertsteuersenkung in der Corona-Krise befristet, die hat ungefähr 20 Milliarden Euro gekostet. Da hat man als Normalsterblicher, der mit solchen Zahlen sonst nichts zu tun hat, vielleicht ein Verständnis oder eine Vorstellung davon. Die nächste Frage geht ein bisschen weg von den jetzt schon drei genannten Themenfeldern. Kurzarbeitergeldaffäre bei Daimler, Lufthansa-Förderung, Karstadt, Volkswagen. Warum gibt es keine Handhabe gegen Dividendenauszahlung, insbesondere in der derzeitigen Situation und Krise? Ja, die Handhabe gäbe es. Wir haben immer wieder schon zu Beginn der Krise beantragt,
keine, also ein Dividenden, sagen ein Dividenden-Lockdown, ja, also ein Lockdown nicht nur für die Leute, die darunter dann schwer leiden, dass ihre Geschäfte zumachen, sondern wenn schon, dann ein Dividenden-Lockdown, weil es nicht sein kann, dass sagen die Quants und Klattens zum Beispiel, ja, die BMW-Aktien halten, die Vermögenden, dass die sagen noch hunderte Millionen Euro kassieren, während gleichzeitig ja, der Staat natürlich Geld in diese Unternehmen pumpt. Und die Begründung der Bundesregierung, warum man da nichts machen könne, war immer, das Kurzarbeitergeld sei eine Versicherungsleistung. Das hätten quasi ja, die Beschäftigten über ihre Versicherungsbeiträge bezahlt und insofern habe das nichts mit dem Staatshaushalt zu tun. Das stimmt auch. Aber da es so viel Kurzarbeiter gab in der Corona-Krise, war die Arbeitslosenversicherung, waren irgendwann die Reserven auch aufgezehrt und es brauchte einen neuen Zuschuss jetzt zur Arbeitslosenversicherung aus dem Bundeshaushalt. Und deswegen haben wir immer gesagt, darf es nicht sein, dass einerseits die Unternehmen Kurzarbeit beantragen. Wir sind für das Kurzarbeitergeld. Wir wollen, dass die Einkommen der Beschäftigten, dass das abgefedert und die Jobs gesichert werden. Die Unternehmen profitieren ja auch davon. Sie können die Produktion flexibler wieder anfahren und so weiter und so fort. Deswegen waren wir für das Instrument Kurzarbeit. Aber wir haben gesagt, dann darf nicht gleichzeitig, wenn die Steuerzahler das indirekt bezahlen, die Aktionäre sich die Taschen vollstopfen. Genauso gab es andere Fälle, TUI zum Beispiel, die haben noch im Februar, als ja klar war, jetzt kommt hier Corona, wird das Reisegeschäft einbrechen, haben die auch Dividenden ausgezahlt und dann kurze Zeit später Rettungskredite beantragt. Und jetzt ist ein Kredit natürlich erstmal noch nicht zwingend verloren, wenn sie den bedienen können. Aber es gibt eben auch Fälle, wo Dividenden ausgeschüttet werden und dann heißt es hinterher, dass ja, Unternehmen kann nicht, geht pleite oder was auch immer. Ja? Und wir haben von daher von vornherein immer gesagt, wir wollen das wie Dänemark regeln, also ein Dividendenstopp bei Nutzung von Kurzarbeitergeld oder öffentlichen Hilfen und haben dazu auch Anträge im Bundestag eingebracht, aber das hat die Bundesregierung damals nicht interessiert. Und entsprechend ist jetzt die Empörung groß, aber das war nichts, was irgendjemand überraschen sollte. Es kommt in dem Zusammenhang, ein Boni-Lockdown wäre ebenfalls gut. Das stimmt auch. Also Boni sind ja variable Gehaltsbestandteile. Also Manager lassen sich dann eben auch Boni auszahlen. Das hat ganz viele Gründe. Es gibt zum Beispiel, ist auch ein berühmter Trick, also wenn man sagt, man will die Managergehälter deckeln, dann lassen die sich, zum Beispiel gibt bestimmte Manager, die lassen sich in Aktienoptionen bezahlen. Ja, also die halten dann bestimmte Aktien am eigenen Unternehmen und wenn das Unternehmen eben erfolgreich ist an der Börse, dann profitieren sie auch davon. Und Boni eben jetzt noch in so einer Krise, ja, weil ich sag mal, die Quants und Klattens beispielsweise jetzt als Eigentümer oder auch ein Manager bei BMW, der hat ja nicht am Fließband gestanden und die Autos gebaut. Die Werte wurden von den Beschäftigten geschaffen. Und wenn die Beschäftigten sagen, alle um ihre Jobs bangen müssen und Einkommenskürzungen hinnehmen müssen und gleichzeitig die Steuerzahler diese Unternehmen abfedern und dann stopfen sich einige die Taschen voll, obwohl gerade eine Krise ist, dann muss der Staat dort eingreifen. Jetzt, Fabio, wir sind ja gerade in einer krisenhaften Situation. Ich glaube, im Norden Deutschlands sagt man Butter bei die Fische. Wer soll das am Ende eigentlich alles bezahlen, was jetzt hier vor uns liegt? Der Finanzbedarf ist durch die Krise ja nochmal massiv gestiegen. Die sogenannte schwarze Null wurde mittlerweile gestrichen. Wie stehen wir zur schwarzen Null und wer soll es am Ende bezahlen? Das ist die Schlüsselfrage, die eigentlich jede Partei vor der Bundestagswahl beantworten sollte. Und wir sind bisher die Einzigen, die es wirklich beantwortet haben. Also, erstmal will ich sagen, grundsätzlich war es richtig, dass der Staat viel Geld in die Hand genommen hat. Auch wenn vieles, also wir kritisieren die Maskendeals und wir kritisieren, dass die Novemberhilfen dann am Ende Januar, Februar, Märzhilfen waren und vieles nicht funktioniert hat und auch unzureichend war. Aber prinzipiell haben wir nie kritisiert, dass man Geld in die Hand nimmt. Denn wenn man kein Geld in so einer Krise in die Hand nimmt und die Unternehmen machen zu und die Leute verlieren ihre Jobs und dann wird die Krise noch teurer,
Weil wenn keiner mehr Geld ausgibt, dann nimmt auch keiner mehr Geld ein und dann sterben noch mehr Unternehmen und dann werden noch mehr Arbeitsplätze vernichtet und dann brechen morgen die Steuereinnahmen ein. Prinzipiell ist es auch so, dass ein Staat, wir sind ja kein Einzelperson, wir sind nicht die schwäbische Hausfrau, wie immer gesagt wird. Ein Staat kann sich momentan zu negativen Zinsen, wir kriegen quasi Geld geschenkt von Investoren, damit die uns Geld leihen dürfen. Also wir können uns sehr günstig finanzieren. Und das heißt, wir können auch von diesen riesigen Milliarden, eigentlich können wir die Schulden sagen, über viele, viele Jahre auch können wir da rauswachsen. Das haben wir nach der Finanzkrise schon gemacht, weil sagen, ein Staat, der leiht sich Geld, der gibt ein Papier aus einer Staatsanleihe und dann bezahlt er einen Zins und wenn der negativ ist, kriegen wir sogar Geld momentan geschenkt faktisch. Und ich sage mal, im Krieg oder so gab es immer Kriegsanleihen, die wurden über 100 Jahre bedient. Nordrhein-Westfalen tilgt seine Corona-Schulden über 50 Jahre, aber die Bundesregierung hat festgelegt, wir müssen das über 20 Jahre machen. Und sie sagt, sie will zur Schuldenbremse zurückkehren. Das heißt, dass man keine Kredite mehr aufnehmen darf. Ja? Keine Kredite mehr aufnehmen. Und Kredite können ja wie jetzt in so einer Krise sinnvoll sein, weil wenn wir zum Beispiel eine Universität bauen, dann nützt sie auch noch unseren Enkelkindern. Und da wäre es beknackt, das Dach nicht fertig zu bauen und zu sagen, ja, wir haben jetzt nicht genug Geld in der Steuerkasse sozusagen dafür. So etwas kann ich auch langfristig über Kredite finanzieren. Und deswegen sagen wir prinzipiell, man kann aus diesen Staatsschulden wieder rauswachsen, aber die Bundesregierung hat das nicht vor, denn wir haben die Schuldenbremse im Grundgesetz. Und wenn wir die Schuldenbremse im Grundgesetz haben und sagen, morgen von 100 auf 0 runterbremsen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Steuern werden erhöht oder Investitionen und Sozialstaat wird gekürzt. Und wir sagen, es darf nicht wieder sein, dass die Kassiererin, der Taxifahrer oder sonst wer die Krise zahlt. Und deswegen, wenn wir schon die Steuern erhöhen, dann dort erhöhen, wo es nicht die kleinen Leute trifft, wo es nicht die Mittelschicht trifft, sondern wo es die trifft, die jetzt in der Krise auch noch reicher geworden sind, die obersten 1%. Und damit meinen wir Multimillionäre und Milliardäre. Wir meinen noch nicht mal jemand, der jetzt, sage ich mal, ein Häuschen in der Innenstadt hat und irgendwie auf dem Papier, ja, Millionär ist oder so, sondern Leute, die abzüglich alle ihrer Kredite und Hypotheken und Schulden und sonst was über 2 Millionen Euro haben, ja, die sollen eine moderate Vermögensabgabe zahlen, die einmal erhoben wird. Das gab es schon mal unter Adenauer in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das hat mal die CDU gemacht und wollen sagen, ein Teil nur dessen, was die an zusätzlichen Einkommen jedes Jahr erwirtschaften durch ihre Aktienpakete, durch ihre Unternehmensbeteiligung, das wollen wir abschöpfen. Das ist die Vermögensabgabe. Und mal als Beispiel, wir haben uns das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ausrechnen lassen, unser Konzept. Die haben gesagt, das ist ein sehr seriöser, moderater Vorschlag. Und wenn man zum Beispiel sagen würde, jemand, der, ich sag mal, 2.100.000 Euro Nettovermögen hat, also abzüglich aller Schulden, Haus ist abbezahlt, 2.100.000, ja, dann würde diese Person nur auf die 100.000 Euro, die über 2 Millionen ist, die Abgabe zahlen. Jetzt sagen wir, die Abgabe ist 10%, dann wären das also 10% auf 100.000 Euro. 10% von 100.000 Euro sind 10.000 Euro. Und diese 10.000 Euro müsste diese Person über 20 Jahre bezahlen. Ja, 10.000 durch 20 kann sich jeder ausrechnen, wie viel das ist. Ja, das heißt, wenn es durch 10 wären, wenn es 1.000 durch 20 sind, also 500 Euro pro Jahr, die diese Person bezahlen muss. Also ein echter Multimillionär. Und das ist unser Vorschlag für die Vermögensabgabe. Und damit könnten wir über 20 Jahre 300 Milliarden Euro wieder reinbringen. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was überhaupt jetzt der Staat auch in die Hand genommen hat. Und trotzdem gibt es da so ein Geschrei von natürlich den oberen 1%. Und in anderen Ländern gibt es auch dauerhafte Vermögenssteuern. Wir wollen mit der Vermögensabgabe überhaupt wieder einen Einstieg in die in die Besteuerung von Milliarden und Multimillionenvermögen bekommen. Und deswegen sagen wir, müssen in dieser Krise endlich einmal jene zahlen, die eben noch reicher geworden sind. Es gibt ja Krisengewinner. Ja, die deutschen Milliardäre und Multimillionäre sind in der Krise, viele von ihnen um die 20% reicher geworden, wie man zum Beispiel durch Zahlen aus der Reichenliste erfahren konnte.
Dann hört man ja von genau denen immer wieder, dass gerade die, die jetzt gegebenenfalls davon betroffen werden, naja, das sei ja alles gar nicht so sinnvoll, weil das Geld, diese Milliarden und Millionen, die sie da haben, hätten sie ja mit eigener Hände erarbeitet. Was antwortet man da noch? Ja, also wer mal, das ist ja ganz interessant. Wer zurückguckt oder wer guckt auf die großen Namen, wer sind die Milliardäre und Multimillionäre in Deutschland? Natürlich gibt es immer ein paar neue Namen. Also früher kannte niemand Steve Jobs oder Jeff Bezos von Amazon. Das sind natürlich die neuen Reichen, ja. Aber in Deutschland gibt es sehr, sehr viele alte Reiche, wie ich sie nenne. Das sind Familien, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich unsere Oligarchen, unsere Familiendynastien waren. Und das, den Reichtum, da gibt es ja das berühmte Gedicht von Brecht, ja, Fragen eines lesenden Arbeiters, das kann ich jedem mal empfehlen, wo er die Frage stellt, wer hat eigentlich die Pyramiden gebaut? Waren das die Pharaonen? Und wir können genauso fragen, wer hat, sagen, BMW gebaut und wer hat da am Fließband gestanden und diese Unternehmen aufgebaut? Das waren natürlich die Beschäftigten. Und die Unternehmen sind ja nur auch so stark geworden, weil natürlich ein Teil dessen, was die Beschäftigten erarbeitet haben, das haben die ja nicht alle, alles, was sie erarbeitet haben, haben sie ja nicht ausbezahlt bekommen, sonst hätte das Unternehmen ja keinen Gewinn gemacht. Und insofern sind diese Eigentümer natürlich auch dadurch reich geworden, dass die Beschäftigten einen Teil ihres Arbeitsertrages den Eigentümern überlassen haben. Das ist ein ganz altes Spiel im Kapitalismus. Und wenn die Vermögenskonzentration immer weiter zunimmt, und das tut sie ja in den letzten Jahren, dann hat es ja mit Leistung nichts mehr zu tun. Also unsere Reichen sind doch jetzt nicht alle in den letzten Jahren noch mal sehr viel fleißiger geworden und die Mehrheit der Bevölkerung ist immer fauler geworden. Sondern im Gegenteil ist ein Hinweis drauf. Und selbst die liberalen Ökonomen, die haben das mal gewusst. Es gab liberale Ökonomen, die waren mal für 100% Erbschaftsbesteuerung. Das vertreten wir nicht, ja? Weil die gesagt haben, wenn du jetzt neu auf die Welt kommst, dann sollst du nicht davon profitieren, dass du von Papa geerbt hast, weil es ja nicht deine eigene Leistung. Und es ist eben so, dass das zeigt zum Beispiel französische Starökonom Piketty mit dem mit ihm und Sarah Wagenknecht habe ich zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht im letzten Jahr. Der hat diese ganzen Daten untersucht und die Milliardäre zum Beispiel, die haben oft Renditen von 8%. Also die haben schon ein sehr hohes Vermögen und wirtschaften jedes Jahr. Und jeder, der sich mit Prozentrechnung auskennt, weiß, wie das dann aussieht. Ja, irgendwann exponentiell beziehen die aus diesem Vermögen neues Einkommen, weil sie natürlich Aktienpakete haben, dann kriegen sie Gewinnausschüttungen und so weiter und so fort. Und im Unterschied zum Kleinsparer, der jetzt irgendwie kaum noch Zinsen oder so auf dem Konto hat. Und diesen Zuwachs, der kommt dann wieder obendrauf auf das Vermögen und dann wird der Turm sozusagen immer größer und je mehr ich habe, desto mehr neues Einkommen generiere ich. Und wir wollen nur einen Teil davon abschöpfen über eine Steuer. Wir machen auch sehr hohe Freigrenzen für Betriebsvermögen. Vieles ist ja auch gebunden in Betrieben, also Anlagen, Maschinen. Wir wollen ja nicht jetzt irgendwie, dass die Betriebe vor die Hunde gehen. Deswegen gibt es auch hohe Freigrenzen dafür. Und wir hatten ja schon unter Helmut Kohl eine Vermögensteuer. Da gab es keinen einzigen Fall, wo irgendwie ein Betrieb jetzt irgendwie pleite oder so gegangen wäre. Also insofern wollen wir natürlich diejenigen treffen, die nicht durch ihre eigene Hände arbeiten, nicht durch ihre Leistung, sondern einfach durch ihren Besitz immer reicher werden. Und diese Vermögenskonzentration nimmt eben zu, nicht weil diese Menschen mehr leisten, sondern weil ich mit einem hohen Vermögen eben einen immer höheren Ertrag, sagen, dessen, was erwirtschaftet wird, vom Kuchen. Ich kann mir ein immer größeres Stück auf den Teller nehmen. Und es ist halt wie beim Kindergeburtstag, wenn es dann Kuchen gibt und alle kriegen ganz kleines Stück. Ja, und es ist aber am Ende hat einer immer mehr auf dem Teller, dann muss er den anderen auf den Teller greifen. Und die Vermögenden in diesem Land, die immer reicher werden, greifen den anderen auf den Teller. Ist da Transaktionssteuer und Erbschaftssteuer, was wir in unseren Steuermodellen auch drin haben, so ein Baustein, um das zumindest wieder auf ein normaleres Maß zu regulieren? Ja, die Erbschaftssteuer ist auch sehr relevant, weil jedes Jahr werden natürlich diese großen Betriebe und Aktienpakete und ähnliches werden ja auch vererbt. Ja, also Döpfner
der Axel Springer, die Bild-Zeitung mit herausgibt, der hat sich jetzt quasi teilweise von Friede Springer steuerfrei bestimmte Dinge schenken lassen. Ja? Also es werden Riesenvermögen vererbt. Und das Absurde ist ja, früher gab es ja das Versprechen, die eigenen Kinder sollen es mal besser haben als man selbst. Mittlerweile ist es so, dass die Hälfte der Bevölkerung über kein Vermögen oder sogar Schulden netto verfügt und eben eine ganz kleine Zahl, die obersten 1%, über einen Großteil des Vermögens verfügen. Und genauso ist es beim Erbe. Ja? Es wird also jedes Jahr immer mehr vererbt, aber bei sehr wenigen Leuten. Ein Großteil erbt eben nichts. Und früher konnten sich jetzt Facharbeiter oder so dann irgendwann vielleicht ein kleines Häuschen oder sowas leisten. Das ist für viele mittlerweile unbezahlbar geworden. Und Erbschaftssteuer spielt insofern auch eine große Rolle. Die fällt natürlich immer dann an, wenn der Erbfall ausgelöst wird und Vermögen übertragen wird. Und da ist auch die Idee dahinter, dass ein großer Teil dessen, was dieser Besitz abgeworfen hat, eben nicht bereits weggesteuert ist. Weil wir haben natürlich Einkommensbesteuer, Unternehmenssteuer, aber wenn damit schon der Drops gelutscht wäre und die würde schon dafür sorgen, weil viele sagen auch, warum nochmal Vermögensteuer? Ich habe doch bereits, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an einem Unternehmen beteiligt bin, das hat doch bereits Unternehmenssteuer gezahlt. Ja, aber daran, dass die Vermögenskonzentration wächst, sehen wir ja, dass damit offenbar immer nur ein Teil erfasst wurde, weil Vermögenskonzentration kann ja nur zunehmen, weil dieses Vermögen jedes Jahr neues Einkommen generiert, was offenbar so hoch ist, dass die Leute immer reicher werden. Und das kann nur dann passieren und der Fall sein, wenn eben ein Großteil dieser zusätzlichen Einkommens, was ich aus Vermögen beziehe, noch nicht abgeschöpft ist. Und die Finanztransaktionssteuer, die ist wieder ein anderer Fall, die soll Finanztransaktionen besteuern und gar nicht so sehr, um jetzt, sage ich mal, viel Geld oder so damit abzuschöpfen, da käme sehr viel rein, die wäre eine sehr kleine Steuer auf jede Finanztransaktion. Die Idee ist dahinter, wenn ich zum Beispiel jetzt an der Börse keine normalen Geschäfte mache, also zum Beispiel um Währungsrisiken abzusichern oder ähnliches, sondern ich schlage Papiere viel öfter um, als das sagen normal ist. Ja? Also den Handel zu finanzieren, brauche ich viele Finanzgeschäfte nicht, sondern viele Finanzgeschäfte sind selber mittlerweile eine Wette auf sich selbst. Die haben gar nichts mehr damit zu tun, dass ich jetzt Rohstoffpreise absichern will oder so. Und wenn ich eben ganz viele Papiere immer häufig umschlage und zu Finanzkrisen beitrage, dass ich ein Stück weit es dann teurer mache durch die Finanztransaktionssteuer. Das heißt, wenn ich ein Papier dauernd umschlage, würde immer wieder diese Steuer fällig und dann würde bestimmter auch Hochfrequenzhandel, der über Computer gesteuert wird, wo Papiere rund um den Globus geschickt werden, der würde einfach unattraktiver werden und es würde dabei Geld reinkommen. Und das ist die Idee hinter der Finanztransaktionssteuer. Die wurde mal als Tobin-Steuer entwickelt von einem sehr bekannten US-Ökonomen James Tobin, die sollte damals eigentlich Währungsspekulationen bremsen. Und eigentlich hat Frau Merkel auch versprochen, dass sie eingeführt wird nach der letzten Finanzkrise, hat sie aber bis heute ist dieses Versprechen nicht umgesetzt. Jetzt kommt noch, will langsam so auch die Klammer schließen, beziehungsweise in die Schlusskurve, kommt noch eine Frage bei den ganzen digitalen Finanzströmen, die hier laufen. Wie sieht es denn zukünftig mit dem Bargeld aus? Spielt das noch eine Rolle bei uns? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich will zwei Sachen dazu sagen. Also erstens, Bargeld wird natürlich zurückgedrängt, dadurch, dass immer mehr Leute im Internet einkaufen. Wenn ich bei Amazon bezahle, kann ich ja nicht bar bezahlen, ja, weil ich ja im Internet bestelle. Zweitens gibt es natürlich auch immer mehr, also es gibt Länder zum Beispiel, Schweden, Estland, da ist es sehr weit fortgeschritten, da gibt es kaum noch Bargeld. Ich war in China. Da gibt es Obdachlose, die Spenden per QR-Code entgegennehmen, weil überall ich mit Karte bezahlen kann. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil ich natürlich überall eine Datenspur hinterlasse. Es ist auch aus anderen Gründen ein Problem, weil ich sage mal, das Geld, was bei uns auf dem Konto ist, wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und sage, ich möchte gerne Kredit, weil ich will, weiß ich nicht, mir irgendwas kaufen, ja, ein Auto oder Haus oder was auch immer. Und dann sagen die, okay, dein Einkommen ist in Ordnung, jetzt kriegst du einen Kredit und buchen mir 20.000 Euro, geben die mir Kredit. Dann ist Geld geschaffen worden von der Bank.
Das ist nicht gedruckt, das gibt es nicht Cash. Wenn wir alles Geld gleichzeitig abheben wollten, wäre das nicht da. So, und dieses Geld, eine Bank kann natürlich theoretisch pleite gehen. Es gibt zwar eine Einlagensicherung, aber sie kann theoretisch pleite gehen. Ja, wie wir jetzt wieder Greensill Bank und so, ist so ein neuer Skandal, den wir haben. Banken können pleite gehen. Und das Bargeld, was wir haben, das ist garantiert, weil die Zentralbank, die EZB, kann nie pleite gehen in Euros, die kann die ja selber schaffen. Und deswegen ist sozusagen das Problem, dass Bargeld eben auch sichereres Geld ist. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt alles nur noch bar bezahlen sollen. Das wäre natürlich schwachsinnig, sage ich mal, jetzt ein Haus mit einem Bargeldkoffer zu bezahlen. Das ist aber möglich in Deutschland. Und das ist auch ein Problem, weil da auch viel Geldwäsche gemacht wird. Deswegen bin ich dafür, das Bargeld zu schützen. Aber wir bräuchten auch gewisse Obergrenzen. Also, dass man nicht jetzt eine Immobilie bar aus dem mit schmutzigem Geld aus dem Rindslederkoffer bezahlen kann. So, und was wir eigentlich bräuchten, wäre, um die Finanzmacht von Facebook und Apple und diesen Leuten zurückzudrängen, ist, dass wir das, was wir jetzt als Bargeld haben, was von der Zentralbank garantiert ist, für das digitale Zeitalter haben. Und es gibt einen Vorschlag, den ich auch seit langem vertrete, dass wir nämlich, momentan ist es so, wir haben ein Konto bei der Bank und die Bank hat ein Konto bei der EZB. Oder bei der Bundesbank. Wir haben kein Konto bei der Zentralbank. Es gibt aber seit langem die Forderung, dass Bürger ein Konto haben kann bei der Zentralbank, wo sie bestimmte digitale Guthaben haben können. Und die haben dann nichts mehr mit dem Geld. Das sind dann nicht dieses Bankengeld, was die Banken künstlich schaffen. Es ist also so sicher wie Bargeld, weil es von der Zentralbank garantiert wird. Und damit könnten wir dann auch bestimmte digitale Transaktionen durchführen. Und dadurch könnten wir zum Beispiel ein eigenes Datenschutzniveau festlegen, so dass nicht Apple oder Facebook oder sonst wer auch immer sagen, gleich unsere Daten abzieht. Ja, das ist sagen, eine Diskussion, die es gibt, so eine Art digitales Bargeld, digitaler Euro, damit wir nicht völlig ausgeliefert sind, diesen neuen Datenkonzernen von Facebook und Co., weil die haben halt einen Vorteil. Wenn die jetzt anfangen, Finanzgeschäfte abzuwickeln, wenn das immer weiter zugelassen wird, die haben im Unterschied zur Sparkasse keine Schalterbeamtin, keinen Schalterbeamten. Die müssen kein Personal bezahlen, sondern die lesen nur unsere Daten aus. Die wissen, was wir suchen im Internet oder Apple. Ja, auf dem iPhone haben das viele Apple Pay. Wenn ich dann mit einer Supermarktkasse bezahle, dann wissen die, was ich gekauft habe. Die wissen dann irgendwann, wie oft ich was einkaufe, was ich für ein Einkommen habe. Die können dann zum Beispiel dadurch berechnen, mein Risiko, dass ich vielleicht meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Und mit diesen Daten machen diese Finanzkonzerne Finanzgeschäfte, aber sie brauchen nicht mehr den Schalterbeamten, der mich kennt, ja, weil wir bei der Sparkasse, das ist ein Schalterbeamter, der kennt das lokale Unternehmen und kann dann auch mal beraten oder so. Das haben die alles nicht mehr. Das heißt, die arbeiten mit sehr viel Kapital im Rücken, mit einer Technologie, ohne dass die Oma da noch irgendwie ihren Schalterbeamten hat, wo sie ihr Bankgeschäft machen kann. Und während von daher die anderen immer mehr an die Wand drücken. Und Facebook hat ein Drittel der Menschheit als Kunden, 2,7 Milliarden Menschen. Dagegen ist die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag. Und wenn die immer mächtiger werden, wird natürlich zugleich das Bargeld auch zurückgedrängt. Und deswegen ist, glaube ich, die Aufgabe linker Politik, einerseits dafür zu sorgen, dass die normalen Transaktionen weiter in bar gemacht werden können. Auf der anderen Seite auch ein, sage ich mal, öffentliches Geld zu haben, ein staatlich garantiertes digitales Geld, damit wir unsere Geldgeschäfte nicht Facebook, Apple und den ganzen großen Datenkonzernen überlassen. Vorletzte Frage, brauchen wir dafür eine Digitalsteuer? Die Digitalsteuer brauchen wir dafür nicht, aber sie spielt natürlich eine Rolle, weil Amazon zum Beispiel ja auch immer mächtiger wird. Und unsere Innenstädte ausbluten. Und das Problem ist, dass wir bisher, also die Welt, aus der wir kommen, in der haben wir immer so besteuert. Wir haben ein Unternehmen, das produziert irgendwo etwas. Und dort, wo es seinen Sitz hat, den Unternehmenssitz, dort besteuern wir es, vereinfacht gesprochen. Das hat seinen Ursprung noch in der Kolonialzeit. Da hat man oft Länder ausgenommen, ja, nach Strich und Faden die Rohstoffe dort ausgebeutet. Aber die Unternehmen kamen aus Europa. Und dann hat man in Europa, sagen, hat der Staat einen Teil des Gewinns bekommen und nicht der Kongo oder
ja, das Land, das die Rohstoffe zur Verfügung gestellt hat. Und aus diesem System kommen wir im Steuerrecht. Das heißt, es wird nach dem Sitz des Unternehmens besteuert. Das Problem ist aber, wenn Amazon und so, die alle in den USA sitzen, die machen aber einen Großteil der Geschäfte ja mit unseren Daten. Also wenn wir bei Google was eingeben, wir denken immer, das ist ja umsonst. Facebook ist umsonst, Google ist umsonst. Nee, umsonst ist meistens gar nichts im Leben. Wenn du denkst, es ist umsonst, dann bist meistens du selber das Produkt. Die nutzen also unsere Daten und verkaufen dann Werbung und so weiter und so fort oder bestimmte Apps oder Dienste. Und deswegen gibt es jetzt eine Debatte, dass man stärker am Ort der Umsätze besteuern muss. Aber Amazon hat ja keine Fabrik, die produzieren ja nichts, sondern die verschicken Ware sozusagen. Und deswegen sagt Amazon, wir haben ja keine Betriebsstätte und ihr könnt uns hier nicht besteuern. Und deswegen ist die Idee hinter einer Digitalsteuer, dass ich stärker am Ort der Umsätze besteuere. Die Bundesregierung hat sich aber auch dagegen gewehrt, weil sie will natürlich auch nicht, dass zum Beispiel China und Indien sagen, wir besteuern jetzt stärker auch die Autos, die in China und Indien gebaut werden oder so, ne, von Volkswagen. Und das ist im Prinzip eine uralte Debatte, noch aus der Kolonialzeit. Die Kolonien haben früher auch gesagt, warum wird sagen, ihr beutet unsere Rohstoffe aus, aber die Gewinne schickt ihr nach Europa. Und jetzt sagen wir als Europäer, ihr beutet unsere Informationen, unsere Privatsphäre aus, aber die Gewinne, die versteuert ihr in den USA oder gar nicht, ja, über Steuerparadiese. Und deswegen ist sozusagen die Digitalsteuer ein Element. Wir sind gar nicht für eine Digitalsteuer im engeren Sinne, sondern wir wollen eine umfassende Quellen- oder Strafsteuer auf Finanzflüsse und Steueroasen. Vereinfacht ist es so, wenn Apple jetzt iPhones in Deutschland verkauft und sie wollen die in Deutschland nicht versteuern, die Gewinne, dann machen sie zum Beispiel noch eine Firma in Irland auf, Apple Irland, und die halten das Patent am iPhone und dann zahlen sie eine Lizenzgebühr nach Irland. Und dadurch schieben sie Gewinne von Apple Deutschland zu Apple Irland. Es ist aber immer, der Gewinn ist immer noch bei Apple. Und wir sagen, das können die gerne machen, aber wir gucken eben, dass, wenn sie das machen, wir gleich eine Steuer drauf erheben an der Quelle, eine Quellensteuer. Und dann können sie sich das in Irland anrechnen lassen. Und dann haben wir sozusagen hier die Steuer schon abgeschöpft. Und eine solche umfassende Quellensteuer würde auch bei den Digitalkonzernen helfen. Und wir sagen eben, wenn die nicht spuren und immer eine Steueroase gibt, die sagt, machen wir nicht mit, dann sollten wir eben solche Quellen- oder Strafsteuern erlassen. Die gibt es auch schon in bestimmten Ausprägungen. Und die USA haben mal was Ähnliches Liechtenstein angedroht, dann haben die sofort Bankdaten geliefert. Also wir können das durchsetzen. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir könnten das mit Frankreich, mit anderen durchsetzen. Und das ist auch eine Forderung, die wir als Linke erheben. Und zusätzlich haben wir jahrelang dafür gekämpft. Und das jetzt, also als ich angefangen habe im Europäischen Parlament, war das eine meiner zentralen Forderungen, dass diese großen Multis für jedes Land sagen müssen, wie groß ihre Gewinne, ihre bezahlten Steuern und ihre Mitarbeiter und so weiter sind. Weil das Problem ist ja, Amazon oder Apple machen hier Gewinne, zahlen hier aber ganz wenig Steuern. Und in Irland haben sie vielleicht nur einen Anrufbeantworter stehen, machen aber angeblich dort die ganzen Gewinne. Und wenn man das erkennen kann, weil man sieht, die haben ja Beschäftigten, die Umsätze oder die Gewinne hier in Deutschland und in Irland steht nur ein Anrufbeantworter, dann könnte man sagen, naja, die machen, weiß ich nicht, 30, 40% ihrer Umsätze eben hier und deswegen werden 30 bis 40% ihrer Gewinne auch hier besteuert. So, ich habe noch eine Schlussfrage, Fabio. Und zwar, viele der Zuschauerinnen und Zuschauer haben mit Bedauern nochmal zum Ausdruck gebracht, dass du hattest ja angekündigt, nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren, aus nachvollziehbaren Gründen. Wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft, was von deiner Arbeit, die du jetzt hier 4 Jahre im Bundestag, aber auch davor ja auch im Europäischen Parlament geleistet hast, was von dieser Arbeit gesellschaftlich lange nachhalt. Und dann noch eine persönliche Schlussfrage, ich traue sie mir trotzdem mal zu stellen, die reingekommen ist. Fabio, wenn du dich nicht gerade mit Finanzen beschäftigst, gibt es da noch sowas wie Hobbys oder Freizeit? Sozusagen das Schlusswort jetzt in Ja, ich dem habe Hobbys. an Fabio. Okay, Hobbys habe ich. Ich spiele sehr gerne Fußball. Ich spiele auch in der Fußballmannschaft des Bundestages übrigens. Und ich habe eine Schallplattensammlung, mit der ich mich beschäftige und mit alten Rennrädern. Aber ich habe viel zu wenig Zeit gehabt in den letzten Jahren für meine Hobbys.
Die sind sehr stark eingeschlafen. Ich bin auch ein großer Filmliebhaber immer gewesen. Ich wollte eigentlich früher Regie studieren. Also ich habe viele Interessen und Hobbys. Und vor allem hat mir in den letzten Jahren die Zeit mit meinem Sohn gefehlt. Das ist auch einer der Gründe, weil es eben so viel zu tun gibt in der Finanzpolitik. Und wenn ich einen Wunsch hätte, wäre es, dass die Linke wieder mehr Leute auch dazu motiviert, in der eigenen Partei sich mit Wirtschaft und Finanzen zu beschäftigen, so dass es, sage ich mal, mehr Fabios in der Fraktion gibt. Dann haben nämlich die Fabios noch ein bisschen mehr Freizeit, auch ihren Hobbys nachzugehen. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass die Linke auch wieder ein Stück weit versucht, die Sprache von Arbeitern, von Arbeitslosen, von Menschen zu sprechen, die wir in den letzten Jahren auch verloren haben, und dieses Vertrauen dort zurückzugewinnen, indem wir manchmal uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, was bei uns so in der Nachbarschaft passiert und normal im Viertel passiert, und uns nicht immer nur mit irgendwelchen Debatten, die wir so in diesem Raumschiff Bundestag und auf Twitter und die man so im Parlament führt. Und ich glaube, dass die Leute ein feines Gespür dafür haben. Und dann können wir, glaube ich, wenn wir gute Antworten haben auf wirklich die großen Fragen unserer Zeit, auch auf die Wirtschaftsmacht und auf Korruption und auf all diese Dinge, dann können wir, glaube ich, auch wieder gewinnen. Und das wäre die Aufgabe. Es wäre nämlich bitter nötig, weil wir leben in einer Zeit, die mehr linke Antworten, nicht weniger braucht. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde, Fabio. Ich wäre allerdings, wenn ich denn der nächsten Bundestagsfraktion nochmal angehören werde, genau diesen Scharfsinn, dieses auch, wie es von Zuschauern formulierte, glasklare Formulieren und die bildhaften Vergleiche, die komplizierte Prozesse sehr viel leichter verstehbar machen, auch vermissen. Aber ich weiß ja, du wirst zumindest als Ratgeber, wenn ich denn vielleicht den einen oder anderen Rat nochmal brauche und auch für andere weiter zur Verfügung stehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich will mich ganz herzlich bei Ihnen, bei euch, für euer Interesse bedanken. Das Video bleibt natürlich auch um die Argumentation, die Fabio dargelegt hat, weiter online. Ihr könnt weiter über die Kommentarfunktion mit uns im Gespräch bleiben. Vielen Dank an Sie, an euch fürs Zuschauen und Fabio, vielen, vielen Dank, dass du uns heute so viele Einblicke, Antworten gegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an euch.